Eigentlich nur zwei Darsteller, nämlich Johannes Vetter und Andreas Hofmann. Vetters dritter Versuch, er führt aber souverän mit 84-84. Und er sieht es und er merkt es, der geht noch weiter und er geht in eine Region, die ihn wirklich zufriedenstellen wird, denn das ist besser als beim Saisonauftakt in Finnland. Das geht schon näher an die 90 Meter ran. Der stärkste, der geschmeidigste Werfer, jetzt auch endlich verletzungsfrei wieder, dominiert hier. Und verbessert sich auf 87-36. Das wird für Hofmann ganz schwierig werden, da noch ein bisschen ranzukommen. Und wenn wir schauen auf die anderen, dann ist dann doch eine Zweiklassengesellschaft feststellbar durch die Absagen der anderen guten deutschen Speerwerfer. Bricht es nach hinten richtig ab. Es gibt jetzt bislang nur 4 von insgesamt 10 Startern, die die 70 Meter übertroffen haben. Er kommt schon langsam an die 90 Meter ran. Peter, 50 Zentimeter sind es noch, dann ist die Nummer...